meine Vorfahren waren alle Floßmeister. Und ich bin jetzt in der vierten Generation unserer Familie. Und es war natürlich ganz naheliegend, dass ich dann das auch erlerne. Und es ist auch für mich als Nachkommenschaft meiner Familie eigentlich schon eine Ehre, dass ich das noch weitermachen darf. Der Floßhandel war bis zum 19. Jahrhundert ein gutes Gewerbe, bis dann der LKW, die Modernisierung gekommen ist, der Zug. Dann hat man praktisch aufgehört mit der Flößerei und macht es heute nur noch als Tourismus. So, auf geht's! Man hat auch früher schon, wie das Holz transportiert worden ist, hat man ja damals schon Leute mitgenommen, die wo dann reingeschrien haben, Flößer, ich stehe da, nimm mich mit. Das war damals schon ein Beförderungsmittel und das hat man eigentlich jetzt weitergeführt. Die Leute sind sehr interessiert. Wir sind in der Zwischenzeit in Oberbayern eine Attraktion. Wenn man in München oder in Oberbayern einmal Urlaub macht, dass man so eine Flussfahrt miterlebt hat. Sonst wäre man nicht in Oberbayern gewesen. Also wir sind schon in der Zwischenzeit gefragt, die Leute. Der Tourismus ist eigentlich diese Gaudifahrt dann, was das Floßfahren überleben hat lassen. Sonst wären wir eigentlich ausgestorben. Gewerblich wären wir ausgestorben, aber mit dem Tourismus hat man das Floßfahren noch am Leben erhalten können. Also hat das einen guten Sinn eigentlich noch.